Ball hinterherlaufen ist nicht immer meine Geschichte. Ja, lieber mit Ball, lieber ein bisschen dann vorne sich aufhalten, auch mal vorne stehen bleiben. Der Süden feiert die Heiligen Drei Könige. Wir feiern das traditionelle Hallenturnier hier in Oldenburg. Mit dabei natürlich der SV Werder Bremen. Die Fans machen sich warm, ausverkauftes Haus. Und heute sind viele Allstars mit dabei, auf die wir uns wahnsinnig freuen. Da darf natürlich Ailton nicht fehlen. Mit dabei aber auch Marco Marin, Philipp Bargfrede, Aaron Hunt. Also das Who is Who der Grün-Weißen. Meine Frau hat gesagt, und wer ist Spielfußball, egal wo, muss immer mit diese Motivation, diese Emotion von früher. Und wenn sie spielt, genau wie heute in der Halle, die Motivation ist 100% und die Form ist, kommt wieder. Natürlich ein bisschen, ein paar Kilo mehr vielleicht, aber egal, es ist, 3 Minuten auf dem Platz, muss Vollgas und in der Halle ist immer schwer, keine Luft. Ja, am Anfang hat er mir auch selber schwer getan. Es ist das erste Mal, dass ich auch dieses Turnier hier spiele. Aber letztendlich, am Ende war ich immer besser drauf und ja, ich konnte noch weiterspielen. So mancher Werder-Fan fragt sich ja, wie viel Grün-Weiß steckt noch in dir nach der HSV-Vergangenheit? Wie sieht's denn aus? Wofür schlägt dein Herz? Für beide. Überall da, wo ich gespielt habe. Überall da, wo ich spielen durfte. Habe überall wahnsinnig nette und gute Menschen kennengelernt. Bei Werder vielleicht natürlich einen Tick mehr, habe ich länger gespielt, bin dort aufgewachsen, im Internat groß geworden. Die Heimspiele in Europa, ob es in der Champions League war oder in der Europa League, Pokal-Halbfinale im Weserstadion, so Sachen bleiben immer in Erinnerung. Und ich glaube, zu der Zeit hatten wir auch eine wirklich fantastische Mannschaft mit Top-Stars. Und für mich als junger Spieler damals war es ein Riesending, dort mitzuspielen. Staubsauger vor der Abwehr gewesen. Inwieweit kann man das bei so einem Hallenturnier eigentlich einnehmen, diese Rolle? Ist fast unmöglich, oder? Nee, die Zeiten sind noch vorbei. Also Ball hinterherlaufen ist nicht mehr meine Geschichte. Ja, lieber mit Ball, lieber ein bisschen dann vorne sich aufhalten, auch mal vorne stehen bleiben. Du hast viele Fans, die würden dich total gerne noch mal in der ersten Liga sehen. Was sagst du denen? Kann es sein, dass du noch mal ein Comeback hast? Ich werde ja auch immer älter. Also, ich habe meine Aufgabe jetzt bei der U23, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Das klingt danach, dass du vielleicht doch noch mal damit liebäugelst, mit dieser Rolle. Nein, das Thema ist eigentlich durch. Das ist ja jetzt, das Thema ist kein Thema. Ich war ja beim 9-Meter-Schießen und dann hat der Torwart von Werder mir die Handschuhe gegeben. Hat er dir geschenkt? Ja. Stark, gut gelaufen für dich. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Es ist was Besonderes, schöne Stimmung hier im Werder-Umland. Viele Werder-Fans, ist sehr schön. Ich will immer gewinnen, egal was es ist. Ich will alles gewinnen. Und heute, das Finale, habe ich alles rausgeholt, damit wir das auch gewinnen. Und zum Glück hat sich gelohnt. Das ist das Ding, du. Da habt ihr gerockt die letzten Stunden. Was war euer Erfolgsrezept noch ganz kurz? Ja, es ist, und wenn du spielst und gewinnst Pokal, es ist immer toll. Ich habe mit der Werder Bremen Trikot viel gemacht. Profi, aktiv in meiner Karriere mit Deutscher Meister, Pokalsieger und mit der Werder Traditionsmannschaft auch. Ne? Und heute wieder nochmal, das zweite Mal. Und ja, für mich das ist schön, wunderschön.